Hallo und herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Ich habe ja hier im Tauschbäckchen so einen Crackling-Lack bekommen und den will ich heute mal ausprobieren. Als erstes nimmt man die Farbe und deswegen werde ich jetzt als erstes meine Nägel mal mit diesem Blau lackieren. So, wenn der blaue Nagellack gut getrocknet ist, mache ich jetzt mal diesen Crackling-Lack drauf. Und da steht, man soll 2 Minuten warten und dann sieht man, wo das Ergebnis ist. Bin echt total gespannt. Ich habe das schon mal so gesehen auf Bildern, aber ich habe das selber noch nie ausprobiert. Deswegen bin ich jetzt gespannt, wie das jetzt hier sein wird. So, man sieht schon direkt was. So schnell kann ich hier gar nicht lackieren. Ich wollte gerade auch sagen, vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie man das macht. Also eher dicker oder eher dünner auftragen. Man muss sich auf jeden Fall beeilen, sehe ich hier. Schnell drüber machen. Es geht hier super schnell. Also 2 Minuten war das jetzt aber nicht für mich. So, schon während ich das lackiere, bricht das hier so auf. Aber sehr interessant, finde ich. So, hier habe ich es jetzt mal ein bisschen dicker drauf lackiert. Mal gucken, wie es da dann gleich aussieht. So, und dann noch den kleinen Finger. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Look. Sieht so aus, ja, wie ich mir das auch schon vorgestellt habe. Einfach wie so ein zerbrochen, also unten die Unterfläche normal und darüber so wie zerbröselt, zerbrochen, abgeblättert. Ja, hier sieht man es überall schon. Also es dauerte wirklich keine 2 Minuten, ein paar Sekunden. So, und da habe ich jetzt noch gelesen, damit das besser hält, soll man noch einen Klarlack drüber machen. Und das mache ich jetzt auch noch. So, jetzt kommt noch der durchsichtige Lack drüber. Ja, das sieht auf jeden Fall jetzt direkt ein bisschen strahlender auch aus. Vorher sah es noch so ein bisschen matt aus, aber mit diesem Lack drüber, ich weiß nicht, ob man es im Video gut erkennt, ist auf jeden Fall schwarz. Hier ist es so matt schwarz und jetzt ist es richtiges Schwarz. So, jetzt nochmal gut trocknen lassen und dann ist es fertig. Und die andere Hand muss ich natürlich noch machen. Ich habe ja eben schon ein paar Fragen gestellt. Wenn ihr euch mit Crackling Lack auskennt, schreibt mir eure Tipps unten in die Kommentare. Ich bin gespannt. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Teilt das Video mit euren Freunden, falls ihr ihnen mal diesen Crackling Lack zeigen wollt. Abonniert unseren Kanal, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt. Ich habe auch noch viele andere Videos gemacht, wo ich mit Nagellack meine Nägel verziere. Also schaut einfach vorbei und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Do-It-Yourself-Inspirationen. Tschüss!